Hey Leute, ich bin's mal wieder, euer Paul, heute mit einem neuen Video. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich es nennen soll. Nenne ich es GTA San Andreas oder ein Danke-Video. Ihr könnt euch sicherlich, also jedenfalls alle, die dieses Video gesehen haben, an mein Video erinnern. PewDiePie's Tuber Simulator Hack. Ich bin froh, dass ich die 100 Aufrufe geschafft habe, weil ich wollte mir das erstmal so als Ziel setzen. Und es fand ich cool, dass ich es geschafft habe. Und ich hau deswegen jetzt einfach mal eine Folge GTA San Andreas raus. Das Spiel finde ich, also meiner Meinung nach ist es das geilste GTA, was es gab. Ihr könnt mir doch eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben. Und was mit GTA San Andreas auf sich hat, ich möchte gern ein Cheatplay, würde ich jetzt mal sagen, machen. Dafür mache ich mir erstmal Lebensenergie und Rüstung. How's it hanging? What up, Bo? Have you ever Okay, seen also ich habe jetzt $250.000 dazu Off bekommen the hook! und Oh, mache you auch do, gleich mal, don't you? Light a big baby! wie heißt, Your unverwundbar, girl's got no obwohl nose! das auch Ain't you nicht got a oven to gerade stick das your head Beste vom in? Herrn ist, da dieses unverwundbar nur Pistolenschüssen und Schlägen gegenüber ist. Also ich finde das ziemlich bescheuert. Ich mache jetzt einfach mal alle Waffen Level 2, also Gruppe 2. Ist bestimmt lustig. So, jetzt mal You got schlagen. horn, huh? Vielleicht lässt sie ein Dildo oder sowas fallen. Ich bin mir nicht sicher. This ain't Schlag. my usual mode of business. Hat die irgendwas fallen gelassen? Did you see that? Ey, geh weg. Nein, aber ich mache auf jeden Fall nochmal unbegrenzte Munition. Weil das ist natürlich das Beste. Ja, ich kann ziemlich schnell auf den Controller eingeben. Also bitte nicht wundern. Bin mir nicht sicher. Ich mache erstmal, also das habe ich früher immer gemacht, die Fahndungslevel aus. Also komplett aus. Das fand ich immer sehr cool. Und ja. Dann werde ich doch einfach mal hier ein bisschen rumballern. Ey, wie sieht der eigentlich nicht automatisch an? Ja, also ich finde GTA San Andreas ist echt ein geiles Game. Ey, da fällt meine Bande um. Was soll denn das? Boah, ich muss jetzt mal wieder mit der Steuerung klarkommen. Es ist ziemlich geil. Ich weiß nicht, was können wir denn noch machen? Wir machen jetzt mal einfach hier so einen ziemlich geilen Cheat, also in der Kategorie Passanten. Was mache ich denn da am besten? Ich mach mal Rekruten tragen Raketenwerfer. Mal gucken, ob das was wird. So. Okay, jetzt sind gerade keine Rekruten da. Okay, also der hat wahrscheinlich Langeweile. Ach man, was mache ich denn hier noch am besten? Ja, komm, mache ich das einfach mal. Okay, jetzt greifen mich alle an. Höhö. Und ich rumballern. Ey, ihr seid meine Leute. Er will mich einfach umboxen. Okay, dann, ey, das kann ich. Ich bin schon. Renn. Ich finde das jetzt ziemlich cool, dass es GTA San Andreas auch auf der PS4 gibt. Das gibt es ja schon eine Weile. Wahrscheinlich schon die verbesserte Grafik. Und das ist gleich erstmal ein Fahrrad. Und ich weiß schon, was ich damit machen werde. Ja, gut. Kann ich da noch aufsteigen? Okay, cool. Viele, die dieses Spiel kennen, werden schon wissen, was ich mit einem BMX-Fahrrad machen will. So, war das mit R1? Ne, mit R1. Hui! Einfach mal so riesen Bunny-Sprünge mit dem BMX. Das ist einfach so mega, mega heftig. Übel geil. Ja, auch $111 bekommen, geil. Was ich gucken wollte, also auf der PS2 war es ja so, dass man GTA San Andreas zu zweit zocken kann. Aber anscheinend ist es hier nicht so.
Doch, lol. Ist es hier wirklich so? Wenn es so ist, finde ich das geil. Weil ich habe mir nämlich nicht gedacht. Okay, das heißt also, wenn man jetzt sich einen zweiten PS4-Controller hat. Oh nein. Diesen Fehler habe ich immer gemacht. Okay. Das heißt, dass man den halt dort anschließen kann und zu zweit zocken kann. Ja, das ist eine gute Möglichkeit, euch zu sagen, dass ich, wenn ich noch. Ja, ist klar. Wenn ich mir einen neuen PS4-Controller zulegen werde, werde ich definitiv mit einem Kumpel zocken und euch zeigen, wie geht der San Andreas zu zweit ist. Es ist wirklich ziemlich lustig und jetzt fahr. Ach ja, mit L1 war das genau. Boah, ey, krass. Ich will wieder Geld bekommen. Bitte. Nein. Oh, krass. Ja, dieses Game ist echt geil. Lol. Ja, ist klar. Außer Gefecht. Seht ihr Leute, das meine ich. Der unverwundbar Cheat ist der reinste Reinfall. Und jetzt habe ich auch noch meine Waffen verloren. Früher war das doch so, dass man die, keine Gesundheit verloren hat. Was ist denn heute damit los? Ich verstehe das nicht. Naja, hat wahrscheinlich seinen Grund, warum das so ist. Ja, egal, ich will. Der eine Macke? Ist der behindert? Warum macht man das denn? Warum? Ja, ey, komm, brenn. Ja, du scheiß Bulle. Würde ich dich erstmal erschießen oder wie? Bist du scheiße? Toll, ey. Prügeln wir jetzt, ja? Toll, renn weg. Boah, was hat der denn für ein Gewehr? So, okay. Leute, ich glaube, wir wissen jetzt alle, wie die Folge heißen wird. GTA San Andreas Folge 1, Stress am Krankenhaus. Ich find das immer so cool, wenn man mit dem Flammenwerfer hier so rumballert. Oh, rumballert, ist klar. Ich kann wieder nicht reden. Dass der, also, ich kann nicht reden, ist klar. Und ich bin schon wieder tot, ich kann ausrasten. Ich glaube, ich sollte diesen Cheat deaktivieren. Nein, aber ich find's cool, wenn man mit dem Flammenwerfer rumsprüht in einem Burger-Shot. Dann seine, wie soll ich sagen, dann den ganzen Laden in Brand legt und einfach die Feuerwehr und dann so raus. Ich will nicht sterben. Ich renn am besten mal kurz weg. Aber es wird wahrscheinlich wirklich wieder einen auf mich ballern. Ist das hier okay? Ja, hier ist okay. Ich deaktiviere den Cheat wieder, weil der ziemlich nervt. Ich dachte, der wäre lustig. Da man eventuell unsterblich ist, aber das ist man anscheinend nicht. Also finde ich das ziemlich doof. Was habe ich jetzt gemacht? Genau den. Deaktiviert. Juhu, zum Glück. Ey! Komm her! Hast du Angst? Hast du Angst? Du Trottel. Hast du Angst, ja? Du hast Angst? Ja, jetzt ballern hier wieder alle auf mich, was soll denn das? Klar. Ja, wie ich jetzt ballers hier. Du auch Stress, ja? Naja, auf jeden Fall. Es ist ziemlich geil. Und ich mach doch einfach nochmal was anderes. Einfach mal höhere Sprünge. Hui. Das ist übel geil. Leute. Ganz im Ernst. Was ist das? Warum? Deaktiviert? Kann er gar nicht. Auf der PS2 war alles anders. Aber ich spiele es ja auf PS4, also was will man da machen? Was kann man denn noch so Lustiges machen?
Ja, ich glaube, ich habe eine lustige Idee, und zwar, das ist bestimmt lustig. Hier, guckt euch das mal an. Einfach unsichtbare Autos. Das ist so irgendwie creepy, aber ach, tatsächlich. Coole Sache. Okay, ich werde hier mal ich werde auf jeden Fall mal das Radio ausmachen, sonst stimmt es nicht. Und diese unsichtbaren Autos, die sind einfach nur so fresh. Die sind übel lustig. Was macht er da? Aus dem Fenster. Auch Mist, ich bin an die Steuerung GTA, von GTA 5 gewöhnt. Nein, aber der geilste Cheat ist ja immer noch. Wo ist der? Ach da, genau. Der hier. Autos können fliegen. Der ist einfach so hammer. Ich feiere diesen Cheat einfach so mega. Seitdem ich GTA San Andreas habe und diese Cheat kenne, feiere ich den so mega doll. Der ist so fresh. Ja, tut mir leid für dieses verwackelte Bild. GTA San Andreas will das so. Ich kann leider nichts machen. Aber. Oh. Aber Leute, zieht euch das doch einfach mal rein. Man fliegt hier mit so einem unsichtbaren Auto durch die Kante. Was ist das? Aber geht ja, so. Steck aus! Aber geht ja, San Andreas war ja eh. Oh, krass. Eh schon immer das Spiel für die meisten Cheats. Und das finde ich ziemlich lustig. Das ist also wirklich. Ja, ich mach diesen Cheat mal aus. Okay. Und. Was kann man hier noch so machen? Ich mach mal. Ich will jetzt nicht rassistisch klingen, aber ich mach. Okay, das hat irgendwie nichts gebracht. Okay, jetzt. Ich will nicht rassistisch klingen, aber ich habe jetzt mal schwarzen Verkehr angemacht. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Auf jeden Fall sollte ich mir, glaube ich, noch mal Waffen cheaten. Okay. Ich habe so Angst, dass GTA San Andreas dann abstürzt. Ah, ich habe immer noch höhere Sprünge, ist ja geil. Nein, 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 nein. Ich habe immer Angst, dass ich sterbe, aber. Na gut. Früher oder später stirbt man sowieso. So, hier sind nur schwarze Autos. Ich dachte eigentlich, laufen nur schwarze rum. Aber. Gut, ich lasse es so, wie es ist. Und geile Logik, dass hier einfach mal Vögel durchs Gebäude fliegen. Naja, finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Okay, da hinten kann man sich ein Haus kaufen, aber ich könnte wetten, wenn ich hier runterspringe. Ah, doch nicht. So, schnapp ich mir mal hier die Karre und kaufe mir mal das Haus. So, jetzt fahre ich einfach mal durch die Kante. Und hier ist schon das erste Haus, was man kaufen kann. Ich habe mir das schon mal gekauft, aber ich sollte mal definitiv lernen, dieses Spiel abzuspeichern. Ja, dann werde ich mir dieses Haus kaufen und noch ein bisschen rumfahren. Und dann würde ich sagen, war es das für heute schon erstmal von der Folge GTA San Andreas Cheatplay. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wie gesagt, ich wollte halt nochmal Danke sagen, dass ich das geschafft habe mit den 100 Aufrufen auf dem Video. Das finde ich ziemlich cool. Und jetzt fliege ich erstmal mit dem Auto durch die Kante. Nein, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Aber demnächst wird auf jeden Fall eine nächste Folge kommen. Und wenn ich einen zweiten PS4-Controller habe, werde ich definitiv noch ein bisschen langsocken. Das wird definitiv ziemlich lustig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Livestream werde oder ob ich das jetzt einfach nur so als Video hochlade. Ich werde mal schauen. Naja, landen wir mal kurz auf den Schienen oder auf der Straße, ist mir eigentlich voll egal. Klar. Kippum. Ja, das ist unnötigste gerade der Welt. Da steht nur noch diese Frau hier eben. Manche Nutten lassen immer Dildo fallen. Naja, auf jeden Fall war es das heute mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
lasst mir doch mal ein Like da, schreibt in die Kommentare, wie ihr das wie euch das gefallen hat. Und haut da rein, Leute. Ciao!